So. Ha. Ne, ich bin da gerade ein bisschen durch, wenn ich ehrlich bin. Wie mache ich das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich war gerade blöd. Ja, ich war glaube ich blöd. Das hätte ich jetzt gerade vom Kleinen nehmen müssen. Scheibenkleister. So, machen wir es jetzt nochmal. So. Das reicht nicht, nee. Aber das wäre jetzt auch zu viel gewesen. So, einmal so. Einmal so. Ich mache mir das jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Aber gucken wir erstmal. So. Okay. Erstmal so umgefüllt. So. Okay, das ist jetzt komplett die Hälfte. Okay. Derzeit ist Raccoon City eigentlich schon so gut wie verloren. So. Jetzt nichts verkehrt machen. Hoffentlich. Jetzt müssen wir noch mal quasi hin. Ha. Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, ich blick da jetzt gerade nicht durch. Ha. Oh.
Bingo. Sehr schön. Lösung. Ach, war das gerade eine schwierige Tortur. Okay. Lösung verstolzen und gib ihn. Und schnell weg hier. Wie? Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Ernsthaft. Verschlossene Tür. Tieftemperatur-Testlabor. Da müsste ich hin. Na dann, ab nach unten. Irgendwie muss die Tür ja zu knacken sein. Runter hier. Okay. So, geradeaus. Ja. Was zum Teufel? Ach, jetzt komme ich hier rein. Ist ja geil. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Posteingang. Okay. Interessant. Gefrierschrank aufgelassen. Na, ganz schön kalt hier. Kannst du das kombinieren? Nein, schade. Gut, das sieht aber gut aus. Dann, let's go. Sehr schön. Unkraut fand ich da. Kühlvorgang abgeschlossen. Und hier liegt nichts Interessantes. Schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, irgendwas Interessantes hier zu finden. Wie Munition oder ein grünes Kraut. Okay, damit kommen wir aber erstmal weiter. Gott sei Dank. Doch, ich bin richtig. Okay. So, Unkrautvernichter. Let's go. Dann machen wir mal. Alter, wie die aussehen. So, Pflanzen. Sag mal, adieu. Lösung wird zerstört.
Das sieht sehr gut aus. Das hat funktioniert. Warnung! Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ja, damit kann ich leben. Sehr geil. Oh nein, 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 nein. Komm schon, lass mich in Ruhe. Warum ist der Typ denn jetzt wieder da, Alter? Aua. Schnell weg hier. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich stehen? Westbereich. Alles klar. Raus hier. Aha. Okay, hier da. Ich hasse diesen Tyrant oder was das ist. Ja, nö. Was ist das denn hier eigentlich? Erhöhte Sicherheit. Was ein Nest für Spionage. Okay. Okay, ich bin auf der richtigen Spur. Ich speichere nochmal ganz kurz. 25 mal, 26 mal gespeichert. Krass. Und schnell weg hier. Machen wir jetzt mal den Weg zum Westen auf und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Außer natürlich in Richtung Westen. Hoffentlich ist die G-Probe hier. Ich hoffe es auch. Mr. X verfolgt uns nicht mehr. Gut. Nervensäge. Ja. Sehr schön. OSS. Okay. Geil. Sehr geil. Und ich kann es weiter benutzen. Sehr schön. Ui, das sieht aber aus wie so ein Operationssaal aus. Biothermer Raum. Okay. Hier kann ich nichts machen. Ja, let's go, würde ich sagen. Ach du Kacke. Ist das widerlich. Ach du Scheiße. Forschungstagebuch. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der
GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Fortpflanzungsrat, okay. Der G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während des Experiments zusammen und nahm sich das Leben. What the hell? Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Wir verabreichen das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keinster Weise auf. Krasser Scheiß. Aber wie das hier aussieht. Das war einfach. Na, woher weißt du denn, dass das G-Virus ist? Oh nein. Was? Selbstzerstörung? Wie bitte? Okay, dann speichere ich nochmal. Nur zur Sicherheit. Ein Countdown heißt in einem Resident Evil eigentlich, dass es jetzt schon Richtung Ende geht. Ich bin gespannt. Das verstaue ich mal. Das braucht man, glaube ich, nicht mehr. Ach du Kacke. Schnell raus hier. Schnell. Oh Mann. Immer noch nicht tot. Du wieder. Weg! Er gehört mir. Das muss enden. Was zur Hölle geht hier vor? Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Ich will diese Pistole. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, Sie dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch Ihre Schuld. Ach du Kacke. Ist das Ziel?
Ach du dickes Ei. Haben wir irgendwas zum Heilen? Nein. Super. Alles klar, ich bin tot. Alter. Okay, heavy. G-Phase 3. Oh Mann, ey. Kann jetzt was werden. Überspringen wir das mal. Schnell weg. Was? Ich war hinter dem. Komm schon. Okay. So viel Munition hatte ich im gesamten Spiel nicht. Ach komm, ey. Und diese blöde Steuerung. Dass man nicht so geil ausweichen kann, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Bevor wir da jetzt reingehen, haben wir hier nicht noch eine Kiste gehabt. Zack. So, was haben wir nochmal? Vorsichtshalber nehme ich die jetzt mal mit. Ich habe da ja gesehen, dass wir da irgendwie Munition kriegen und das ist nicht wenig. Okay, let's go. Dann wollen wir mal. Hoffentlich kriegen wir das jetzt auf die Kette. Renne ich denn jetzt hin? Ach Mann. Komm schon. Okay.
Das ist natürlich blöd. Alter. Komm schon. Diese Steuerung, ne? Die geht mir so auf die Nerven. Man kann sich einfach null irgendwie, keine Ahnung, zur Seite wehren oder so. Oh Mann, ey. Na, schon mit die Waffe jetzt nicht. Hat keinen Zweck. Wir kriegen genug Pistolenmunition, um die Augen zu zerschießen. Okay, vier Patronen in der Schrotflinte haben wir ja. Klasse A ausbruch. Okay, erstmal Patronen. Okay, komm schon. Das ist widerlich. Ach man. Na super, jetzt hat er auch noch sein komisches Auge da geschützt. Okay, da kann man wirklich null ausweichen. Ach ja, ist das schön. Ich freue mich. Ist das als... Oh Mann, ey. Ja, ich habe gerade eine Blendgranate geworfen, aber nö, der macht ja nichts. Machen wir das anders. So. Ich nehme dann die Pistole trotzdem mit. Speichern aber nochmal. Perfekt. Und ich persönlich beende jetzt mal hier ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und hoffentlich machen wir den dann da platt. Bis dahin, Leute.